Willkommen zurück hier bei Ingames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch The Last of Us. Es ist mittlerweile ja weit über Mitternacht bei mir. Und, hä? Ah, da sind die beiden. Da sind Ellie und, Name schon wieder vergessen. Wir haben nur noch eine Patrone und müssen jetzt uns hier durchkämpfen. Ich mach mal das Licht an. Obwohl, brauche ich gar nicht. Ich bin direkt auf der anderen Seite und... Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier ich nicht. Ich dachte, man kann den Stock als Stab benutzen. Aber ist dem nicht so. Dann können wir hier hochgehen. Vielleicht hätte ich das ein bisschen leiser machen sollen. Hier müssten wir durchpassen. Ich würde mich über ein bisschen mehr Munition freuen. Also, das ist ja wirklich so... Also, ich habe einmal im Leben erst... Oder, naja, nicht im Leben, aber ich habe einmal so richtig... Mist, Mist, noch mehr Soldaten. Resident Evil gezockt. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Okay, sie hauen ab. Bleibt im Dunkeln. Bei Resident Evil war das auf jeden Fall so, wie ich das mitbekommen habe, dass man sehr wenig Munition hat und die sich richtig gut einteilen muss. So ähnlich scheint das hier auch zu sein. Also nicht so wie bei Uncharted, wo man einfach ballern kann und da, man kriegt schon irgendwie Munition, da geht's wohl weiter. Ist hier noch irgendwie... Okay. Oh. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang? Oh, ein Schrank. Öffnen. Was haben wir da drin? Eine Schere und Munition. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Erstmal nachladen. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Ich schau doch gerade schon, ob hier irgendwas ist. Oh, oh, hier ist eine ganze Menge. Alles einsammeln, alles einsammeln. Ich weiß nur nicht... Bis jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich hiermit machen soll. Hier ist noch irgendwas drin? Nein, leider nicht. Weil, ja, ich kann irgendwie nicht wirklich damit was machen. Ihr seht ja, ich sammle da irgendwie so Messer und so. Hier oben kann ich nur nochmal durchblättern. Teile sind 11, aber was... Trainingsbücher kann ich auch nichts machen. Nee, zurück wollte ich nicht. Trainingsbücher habe ich nicht. Dann habe ich hier diesen Firefly-Anhänger. Okay, Artefakte. Aber das war's auch. Also, keine Ahnung, was, ob ich da nochmal irgendwie was machen kann. Nee, da kann ich nur mit Bonus und so. Hier kann ich auch nichts. Damit schlage ich ja nur, ja. Was soll ich denn hier noch großartig machen? Zwei Kugeln, das ist doch ein Witz. Des, hier lang, durch das Rohr. Wenn ich wenigstens einen Schalldämpfer hätte, dann könnte ich heimliche Eliminierung machen. Lass das Mädel doch zwischen uns gehen, das wäre viel, viel sinnvoller. Hm, das scheint, als wenn gleich wieder irgendwie was passiert. Zumindest ist dann zu das Tor und das... hält einen meistens auf und das ist nie gut. Oh, oh, oh. Warte, warte. Rot. Sammeln! Sie rufen uns zurück! Zurück zum Wald! Ihr habt's gehört! Aufladen! Los geht's! Na los! Weiter! Kurz horchen, ob ich... Ne, ich kann nicht horchen. Wenn ich mich hinknien würde, würde ich ja trinken vielleicht, deswegen... Dann einfach hier weiter. Komm schon. Jetzt kann ich horchen. Aber ich höre sie leider nicht, sondern nur die beiden. Das hilft mir reichlich wenig. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an...
Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Meint er die Zombies oder was genau? Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Ist leider nicht so wie mit Vampiren. Die verschwinden ja bei Sonnenaufgang. Ich glaube, bei den Leuten hier, die infiziert sind, macht das wenig Unterschied. Auf jeden Fall ein super Soundtrack gerade wieder. Also der Soundtrack gefällt mir jetzt schon. Natürlich nicht so hammer wie bei Metal Gear Rising mit diesem actiongeladenen Beat. Aber passend zum Spiel definitiv. Also da haben die bei Naughty Dog mal wieder... Meine Güte, so sehen die Häuser also vom Namen aus. Da haben Naughty Dog wieder... Die sind so groß. Alle Achtung, also... Was ist Gutes passiert? Gemacht. Die Bereiche um die Quarantänezone wurden heftig verweigert. So viele Infizierte die Möglichkeit. Hat geklappt. In kurzer Zeit. Hier ist eine ganze Menge, was man hier alles finden könnte. Also, was man hier alles untersuchen könnte. Also, ich wette, hier ist irgendwo irgendwas Verstecktes. Bestimmt irgendwie so ein ganz geheimer Schatz oder so. Oder ich renne hier einfach umsonst lang. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein großes Gebiet gibt und nichts zu bergen oder so. Weil dann hätte man auch einfach weitere Zäune machen können und gut wäre gewesen. Mein Controller hat vibriert, aber ich glaube, das war nur wegen dem Donner. Ah, ich habe keine Angst vor Gewitter. Im Gegenteil, ich mag Gewitter eigentlich. Am besten Gewitter, wo es gar nicht so viel regnet und man nur den Blitz sieht. Wobei der Donner, der könnte ab und an mal gerne wegbleiben. Bin ich nicht so ein Fan von. Oh, hier kann ich auch nichts machen. In den Laster. Ist hier irgendwas? Nö. Kann ich hier auch wieder raus? Tatsache, hier ist nichts. Gibt's doch gar nicht. Hätte ich nicht gedacht. Hier irgendwie ein Plakat, ein Poster, was ich entwenden kann. Was ich entfernen kann. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Weit sind wir weg? Sicher? Vorerst. Na los. Weit weg? Ich hab nur 3 Kugeln, das ist euch klar. Und die Viecher muss man mit Vorsicht genießen. Was? Wo? Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Ja, guck doch mal hier. Wie soll das Stadtzentrum sein? Hier geht's weiter. Da links war... Also, hier links kommt man sozusagen hier lang. Also, man hat sozusagen die freie Auswahl. Hier drüben. Nichts großartig Besonderes hier. Also ich habe wesentlich mehr erhofft, dass man hier irgendwas sammeln kann. Vielleicht laufe ich auch einfach nur stumpf dran vorbei jedes Mal. Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe. Okidoki. Ja, Ziegelsteine, na toll, aber... Darauf hatte ich es jetzt nicht abgesehen. Moment, kann ich hier irgendwie hoch? Ah, da. Ich dachte, da von da nach darüber springen. Ich vergesse immer, dass es hier kein Drake ist. Wo ist er denn jetzt? Sie jetzt, meine ich. Sie passt hier auf sie auf. Dann kann ich hier reingehen. Und ich wette, hier sind gleich Zombies. Hey, Tess! Ratten. Ratten ist nie gutes Zeichen. Ich kann hier lauschen. Er wurde zerfetzt. Ja. Die
Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Hier ist auch nichts, leider. Was ist hier? Kann man hier hoch? Da links war auch noch eine Tür. Da wollte ich auch noch mal kurz gucken. Darf ich mal kurz hier... darf ich mal vorbei? Dann einmal hier die Tür öffnen. Ach komm, jetzt muss da hier wenigstens irgendwo etwas sein. Sonst wäre die Tür doch... und dieser Raum doch für nichts... Ah, da. Ich kann was öffnen. Ach nö, jetzt ist hier gar nichts drin. 0,0 gar nicht. Sowas mag ich überhaupt nicht. Ich bin so ein Relic Hunter. Ich versuche immer so viel wie möglich herauszufinden. Und, hier sieht schon wieder ein bisschen mehr aus. Da haben wir nochmal so ein Teil. Oh, da sind es gleich 5. Ein Telefon liegt da auch noch, aber damit kann ich wenig anfangen. Die Stühle sind hier irgendwie halb geordnet, habe ich so das Gefühl. Oh, da guckt richtig was von der Decke. Ja, dann können wir hier die Treppe hochgehen, schätze ich mal. Liegt hier Munition? Das ist Magazin, oder? Noch einer. Mist. Moment, ich habe was bekommen. Was ist das? Boah, der passiert gar nicht, wenn ich hier im Slack-Modus bin. Feldeinsatzprotokoll M254E. 1808 angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr negativer Kontakt. 21.18 Uhr. Scheiß negativer Kontakt. 23.12 Uhr. Soldat Edwater meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt. Codizeps infiziert zweites Stadium bei eingestürztem Bürogebäude. Unterwegs für Unterstützung. 23.40 Uhr mehrere infizierte Kontakte. Soldaten Advata Shan College und vermisst. Angriff in Gebäudeinnerem aufgehalten. Erwarte Verstärkung. Okay, das ist ein richtiger Einsatzbefehl. Beim Verstärkung erwischt. Oh, ich mag das doch nicht. Oh. Verdammt, Klicker. Klicker? Klicker waren noch die ruhigen, oder? Was ist denn sie im Gesicht? So sieht jahrelange Infektion. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Ja. Na, ich will's lassen. Da sind Ratten. Das ist immer ein gutes Zeichen, oder auch nicht. Ich gehe erstmal hier hoch. Weil ich nicht weiß... Okay, hier ist keine Tür mehr. Das heißt, ich komme hier nicht durch. Was haben wir hier? Ach, ich wollte das aufnehmen. Das ist eine Schere wieder. Das Band ist immer noch voll. Ich weiß nicht, was ich mit dem Band machen kann. Ob ich irgendwas zusammenbauen kann später oder so. Oder jetzt schon? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es gern wissen, definitiv. Dann gehen wir auf jeden Fall hier weiter. Wo dieser Zyan war oder wie der hieß. Der hatte doch gerade so einen komischen Namen, hatte sie ihm gegeben. Oh, hier ist nochmal... Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Was ist das? Zusätzliche verbessert deine Überlebensfähigkeit? Verbessern deine Überlebensfähigkeit? Was sind das? Kann ich die irgendwie nehmen? Okay, maximale Gesundheit kann ich verbessern. Launch-Modus-Distanz. Fertigungs... Zeit, was auch immer ich fertigen kann. Ich kann immer noch nichts fertigen. Ihr seht's ja. Ich kann hier nichts fertigen. Ja, jetzt bin ich hier rausgegangen. Ich kann hier aber nichts fertigen. Definitiv nicht. Also weiß ich nichts damit anzufangen. Aber, gehen wir zurück. Also Fertigungszeit. Das könnte auch reduziert Fertigungszeit, okay. Heiltempo, ich wollte schon sagen, oder das könnte das Medipack sein, aber nee, das ist ja der Heiltempo. Schwanken der Waffe wird verbessert.
und Messermeister. Benutze ein Messer, um dich zu retten. Okay. Das am billigsten ist der Lauschangriff. Teuer ist hier und der Messerfertigkeit. Aber ich denke mal, da muss ich noch häufiger was finden. Weil ich habe jetzt nur 5 gefunden. Jetzt ganz ruhig. Ich habe das Gefühl, als wenn hier irgendwo einer ist. Ach nö. Alles ist total okay. Ja, würde ich auch sagen. So halbwegs, ne? Ich dachte, das wäre so ein Zeichen, dass ich hier interagieren kann, aber das war nur ein Knopf vom Telefon. So umstützende Gebäude. Oh, da ist noch was. Voll, ich kann damit nichts machen. Das ist gemein. Man müsste mir schon vorher irgendwie sagen, was ich damit machen kann. Oder habe ich hier Tutorials? Kampf, Bewegung, Überlebenstaktiken, verstecktes Spiel, Überlebensstrategien, Geiseln nehmen, Messer, Ziegel und Flaschen, Leitern und Bretter. Wenn du im Kampf unterlegen bist, ist die Flucht oft der beste Weg, um zu überleben. Halte L2 gedrückt und sprinte. Feinde können dich beim Weglaufen schlechter treffen, aber wenn du direkt auf sie zurennst, bist du ein leichtes Ziel. Okay, haben wir auch schon festgestellt. Wenn du geduckt läufst, bist du leise und schwerer zu sehen und kannst so ungesehen umherschleichen. Wenn du sprintest, kommst du schneller voran, läufst aber Gefahr, gehört zu werden. Nein, ich wollte weglaufen, L2, lautloser Angriff und das ist Verstecken, haben wir auch schon mitbekommen. Versteckspiel, wenn ein Kampf ausbricht, kannst du weglaufen und aus dem Blickfeld deiner Gegner verschwinden, um wieder lautlos agieren zu können. Hohe Deckung und Korridore machen das Verstecken leichter. Gegner verfolgen dich bis zu dem Punkt, an dem du zuletzt warst. Bewege dich leise und bleibe verborgen, indem du dich duckst. Wenn sie dich nicht finden, teilen sie sich auf und durchkämmen das Gebiet. Unterlegen, befreien, verstecken. Okay. Überlebensstrategie. Du kannst deinen Gegner lautlos oder mit voller Wucht angreifen und manchmal den Kampf ganz aus dem Weg gehen. Überprüfe die Umgebung und deine Vorräte und wähle deine Strategie mit Bedacht. Okay, aber es hilft mir immer noch nichts zu erfahren, wie ich damit interagieren kann. Ich habe mittlerweile schon 300 Guthaben bekommen. Das ist ja schön. Ist hier irgendwas? Nein. Wäre auch zu schön, wenn ich mit so vielen Sachen interagieren kann. Dann hier einmal bitte die Tür auf und gegen das Monster. Hilf mir hier mal. Ach, komm, geh weg. Das war auf jeden Fall dieses Klacken. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Muss ich jetzt die Fernbedienung schütteln? Das habe ich nicht verstanden. Scheiße! Oh, das war heftig. Jetzt ganz ruhig, wo geht ihr denn rein? Wir wurden hier gerade angegriffen. Ich wollte mich wenigstens hier umgucken. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh Mann. Achso, ihr seid. Ist hier der richtige Weg? Wo seid ihr denn dann reingegangen? Ja. Ich. Ihr ja, wartet doch mal, ich gucke mich hier gerade ein bisschen um. Geht das? Ist das ein verstecktes. Na bitte. Geheimes Lager, okay, das ist schon mal schön. Geheimes Lager bedeutet immer geheime Gegenstände. Eine Flasche, die hilft mir nicht weiter. Habe ich sonst noch irgendwas? Was ist hier? Ah, 10 von diesen Pillen. Das ist sehr schön. Dann war hier in dem Regal auch noch was. Munition. 25 von denen. Dann, was auch immer das sein soll. Es ist beides voll. Also kann ich nicht verwenden. Was ist hier? Das sind Bücher, aber mit denen kann ich nicht interagieren. Und was sind das hier beides? Ich kann die nicht einordnen. Ah, warte mal. Stell ein Messer her, okay. Achso, ich muss es halten, okay. Ah, und.
Achso, weil mir Messer flöten gegangen ist. Jetzt verstehe ich das. Jetzt kann ich die Sachen auch einsetzen. Alles klar, die Messer, wenn die kaputt gehen, kann ich damit wieder was zusammenstellen. Das ist schön zu wissen. Und ich habe vor allen Dingen ein verstecktes Lager gefunden. Bedeutet aber auch, ich brauche Messer für so ein verstecktes Lager. Oh, hier ist nochmal ein Ziegelstein. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da ist nochmal eine Tür. Einmal aufmachen, bitte. Ist da eine... Was ist das? Eine Flasche? Was für eine Flasche ist das? Das war keine von den Standard... Alkohol, okay. Also Alkohol kann man auch finden. Schön. Aber ich denke mal, das wird nicht zum Trinken da sein, sondern vielleicht eher zum Desinfizieren und dann ein Medikit oder sowas draus machen. Was haben wir da unten? Das sind trockene Tücher, schätze ich mal. Okay, also Alkohol und Lumpen, Sprengstoff und Zucker, also das gibt bestimmt noch richtig schöne Kombinationen. Kann ich das aufnehmen, das Weiße? Nee. Dann zurück zu den beiden, falls sie jetzt nicht schon längst aufgefressen wurden. Hilf mir da hoch, ich sehe mich um. Ja, ich bin ja dabei. Komm her, hier einmal Räuberleiter. Kennen wir ja schon. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Schön, jetzt könnt ihr zwei dem alten Mann helfen. Okay. Komm, Groß, na los. Okay. Okay. Dicker? Scheiße. Los, los, los. Okay, sie hat ihn jetzt abgelenkt. Das ist schon mal gut. Aber ich werde jetzt hier erstmal einen Cut ansetzen, bevor wir in einem größeren Gefecht landen. Und ja, werden versuchen, im nächsten Part dem Typen da aus dem Weg zu gehen oder ihn anzugreifen oder was auch immer. Ich werde mein Bestes geben, für welche Taktik ich mich auch immer entschließe. Ich werde auf jeden Fall sparsam mit meinen Kugeln sein. Hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Part von The Last of Us wieder ein. Bis dahin.